Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview der Banking News. Ich bin beim Sparda Bankenverband hier in Frankfurt. Mein Interviewpartner heute ist Florian Rentsch. Er ist Vorsitzender des Vorstands beim Verband. Und ich habe jetzt ein paar Fragen mitgebracht. Das komplette Interview lesen Sie natürlich wieder in der kommenden Ausgabe der Banking News. Im Sparda-Wesen hat sich eine Menge getan, auch so fusionsmäßig eine Menge getan. Es ist ein riesengroßes Gebilde mit der Sparda-Bank West entstanden. Zahlt das noch auf das genossenschaftliche Thema Regionalität und Markenkern ein? Also Genossenschaft bleibt die Sparda-Bank West, und da die Mitglieder ja zustimmen mussten, kann man sehen, dass die auch eingebunden waren und das auch für richtig halten. Ich glaube, es gab eine sehr wichtige Entscheidung, diese Fusion herbeizuführen. Ich glaube, dass die Geschäftsgebiete, die aneinander grenzen, sich gut ergänzen. Trotzdem ist die Bank sehr bemüht, das Regionalprinzip im Fokus zu behalten. Auch die regionalen Unterschiede, die die Region ja hat. Also Sie können das Rheinland nicht mehr in dem Ruhrgebiet. Und also da gibt es ganz, ganz wesentliche Fragen. Das Münsterland ist auch nochmal eine sehr eigene Region. Insofern, das ist ein ganz klares Ziel auf der Bank, dort die Unterschiede weiterhin hochzuhalten. Aber wir hatten in der Vergangenheit ja schon immer größere Einheiten als die normale Volksbank, auch regional größer. Und es ist uns, glaube ich, gut gelungen, wenn Sie zum Beispiel die Sparda Bank Baden-Württemberg sehen, die das komplette Bundesland abdeckt, dort eine trotzdem starke Beziehung in die regionale, örtliche Struktur zu halten. Insofern, das widerspricht sich nicht. Ist eine Frage, ob man das will. Und wir wollen das. Und die Kollegen sind dabei, das genauso weiterzufahren, wie die Kunden das bisher auch gewohnt waren. Was ist denn der aktuelle Markenkern, der so vielleicht auch hier aus Frankfurt in die Republik gerufen wird, als der zentrale Markenkern der Sparda Bank? Na, wir haben gerade noch mal ganz aktuell untersucht, erstmal, wo sind unsere Kunden, was wollen unsere Kunden für eine Bank, was wollen sie für Produkte. Und das, was klar ist, und das merken wir jetzt auch gerade in Vorbereitung einer Markenkampagne, ist, dass wir natürlich als Genossenschaftsbank einfach eine andere Struktur haben. Wir haben 4,2 Millionen Kunden, aber wir haben 3,6 Millionen Mitglieder, denen die Bank gehört. Die sind sozusagen die Eigentümer. Und diese Struktur unterscheidet uns schon sehr fundamental von dem, was sonst so am Markt vorhanden ist. Und wir merken und wir spüren, dass dieser Neudeutsch-Community-Gedanke eigentlich eine größere Bedeutung bekommen muss wieder. Das ist unsere DNA, da kommen wir her. Und wir wollen das stärker wieder in Zukunft rausstellen, weil wir glauben, dass diese Community auch ein Gegenentwurf ist zu einer digitalen, schnellen, manchmal auch unpersönlichen Welt. Und diese Persönlichkeit, das Stück Sicherheit, was wir auch abbilden können dadurch, was deutlich über das Thema reines Thema Banking hinausgeht. Also auch das ist wichtig. Wir haben genossenschaftliches Wohnen, Mobilität, das sind alles Themen, die die Leute sehr fundamental zurzeit beschäftigen und betreffen. Und das wollen wir entwickeln. Und das ist so ein bisschen das Ziel, hört sich jetzt noch sehr auf einer Metaebene an. Wir haben das jetzt schon konkretisiert. Wir wollen das auch in IT-Produkten abbilden. Das ist das klare Ziel, dass wir diese Genossenschaftsidee wieder ein Stück wiederbeleben. Und da haben wir, glaube ich, ganz gute Ideen zurzeit. Das heißt, Sie würden meine Kritik teilen, dass eben nicht nur bei den Sparda-Banken dieses Thema Genossenschaft viel zu wenig ausgeschöpft wird und genutzt wird, um daraus auch bis hin zum Geschäftemachen Erfolg. Ja, also erstmal kann es nur bei einer Genossenschaftsbank, also eine Sparkasse wird hoffentlich sich nicht auf den Genossenschaftsgedanken berufen. Aber ja, Fakt ist, dass wir, glaube ich, alle in dem Genossenschaftslager zwar jetzt zum Jubiläum von Raiffeisen alle nochmal festgestellt haben, wie wichtig die genossenschaftliche Bewegung ist, weil sie ja eine tolle Idee ist, weil sie ja für einen bestimmten Bürgersinn auch steht. Viele schaffen mehr, als der Einzelne schaffen kann. Aber wir auch gucken müssen, wie man das heute lebt. Also das reine Proklamieren von Raiffeisen und Schulze-Delitzsch reicht nicht aus, um hier nochmal zu sagen, was das für einen Mehrwert hat. Ja, und ich glaube, dass wir in der Gesellschaft, in der wir leben, schon spüren, dass Digitalisierung viele Vorteile hat, aber auch eine Anonymisierung letztendlich ein Stück weit auch vorantreibt. Und Genossenschaft ist eigentlich ein Gegenentwurf dazu. Und da sind wir jetzt in vielen Stellen in Ideenfindung, was kann man machen. Kollegen in Berlin haben mit einer neuen Filialstruktur in Frankfurt an der Oder, Block O, eine genossenschaftliche Idee, einen Coworking Space errichtet, der quasi die Bank mit den Kunden und Dritten teilt als Ort. Also das sind alles Ideen, die zurzeit sehr stark auch Konjunktur haben bei uns, und ich glaube, das versuchen wir gerade auch als Verband ein Stück zu formen.
und vielleicht auch mit in die Diskussion zu werfen. Und wir wollen uns damit auch am Markt unterscheiden. Das ist auch ein ganz klares Ziel, was wir haben, weil wir schon glauben, dass wir eben anders sind als viele der Mitbewerber. Vielen lieben Dank. Herr Rentsch, vielen lieben Dank für dieses Interview. Vielen lieben Dank für das lange Interview. Viel mehr Fragen, viel mehr Antworten lesen Sie, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe der Banking News. Vielen Dank.